kaum eine Kultur wie die des alten Ägypten fasziniert die Menschen heute noch so. Ich habe heute den Jens bei mir. Wir sprechen über Artefakte, Funde und eventuelle Hochtechnologie im alten Ägypten. Jens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch einige Artefakte mitgebracht hast. Ja. Du bist ja Ägyptenreisender, hast, wie du mir im Vorfeld erzählt hast, den afrikanischen Kontinent über 1,5 Jahre durchwandert. Richtig, auch habe ich, ja. Erzähl davon. Ja, von der Durchwanderung will ich jetzt nicht viel erzählen, aber Ägypten ist ein gutes Thema. Da war ich sehr lange, ich habe da gelebt und habe mich natürlich mit der Kultur beschäftigt und natürlich auch mit der Historie. Und ich finde das immer wieder spannend, über die ägyptische Kultur und über die Artefakte und zu reden, weil für mich ist diese Kultur maßgeblich daran beteiligt, an der Kultur, die wir in Europa haben, weil die ägyptische Kultur war viel früher da als hier in Europa. Da waren das schon Hochkulturen, da waren wir noch Steinzeitmenschen, wenn man das so sehen will. Und hochinteressant ist, wie die gearbeitet haben, was sie darstellen. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Thema, zu den hochtechnischen Sachen. Ich glaube, wir gehen einfach mal an hier. Wenn man sieht, wie die Granit bearbeitet haben, das ist also ein Siegel, ein königliches Siegel, das sieht man daran, dass also hier auf diesem Artefakt eine königliche Haube zu sehen ist. Sehr schön gearbeitet. Granit, also das soll gemacht worden sein mit Kupferwerkzeug. Man hatte damals Kupferwerkzeuge, Meißel und sowas. Ist durchaus denkbar, wenn man sich die Arbeitsspuren anguckt. Trotzdem Granit sehr hart. Und wenn man sich anguckt, was die hier auf den Seiten so gemacht haben, also die sind richtig reingegangen, ohne dass das diese Abplatzung hier ist nachträglich passiert. Man sieht aber, dass es Granit ist aufgrund dieser Abplatzung. Und das finde ich sehr gut. Das war einfacher zu bearbeiten. Das ist Sandstein, woraus auch die Pyramiden bestehen, auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Die großen Blöcke sind Sandstein. In der Pyramide selber wurden dann Granitsteine verarbeitet, die von Aswan kamen. Und um einiges schwerer sind und viel schwerer auch zu bearbeiten. Und wenn man die gesehen hat, ich habe sie persönlich gesehen, die sind ja spiegelglatt. Also man muss sich vorstellen, geh mal irgendwo in die Natur, such dir mal einen schönen Granit. Waldviertel ist ein großes Granitplateau, da findest du Granit ohne Ende. Dann setz dich mal hin mit einem anderen Stein, nimm Sand und reib mal so lange, bis das eine spiegelglatte Fläche ist, und zwar wirklich wie eine Glasscheibe so glatt. Man muss sich das, wenn man das nicht gesehen hat, dann kann man sich das nicht vorstellen, aber das ist wirklich glatt wie Glas, wenn man da drüber schaut. Unglaublich. Und das hat jetzt tausende von Jahren überdauert. Da fragt man sich dann, ne? Wie haben die das zustande gebracht? Also mit Kupferwerkzeug und in Sand und Stein kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich habe die Blöcke selber persönlich gesehen und die sind so fein gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Kunsthistorischen Museum warst, Ägyptenausstellung, da sieht man auch Artefakte, ganz egal, gleicher Natur. Das sind jetzt grobe Sachen, also wie zum Beispiel hier diese Grabmasken. Die sind wahrscheinlich von Sarkophagdeckeln. Man kann hier ungefähr erkennen, was wer darstellt. Die Kopfform, das wird dargestellt, das ist ein Gelehrter oder beziehungsweise es kann auch ein Arbeiter gewesen sein anhand dieser Form. Das muss etwas Hochgestelltes gewesen sein, das ist ein bisschen aufreichender, verziert. Er hat ein Stirnband, er hat Weiß, er hat einen Skarabäus und hat natürlich Zeichen. Also ich weiß nicht genau, was, man müsste den ganzen Sarg sehen. Ja? Da steht das dann drauf, da wird beschrieben, was der Mensch getan hat. Die Masken sollen ihn eigentlich darstellen und abbilden und begleiten, dass also seine sterblichen Überreste festgehalten bleiben, weil die Ägypter glaubten ja, dass man die Erde verlässt. Deshalb hat also die Cheops-Pyramide, im Hintergrund hat man ein Schiff gefunden, das soll also das Himmelsschiff, das sollte also den Pharao in den Himmel tragen, wohin nur. Und da kommen wir dann auf die Präastronautik zu sprechen, genauso wie in Südamerika.
die Pyramiden gleich ausgerichtet sind wie in Gizeh. Alles zeigt auf den Oriongürtel hin und ich war drin in der Pyramide, der Cheops-Pyramide, habe diese Schächte auch mir angeschaut, wo man überhaupt die Luftschächte, aber wenn man genau hinschaut, also wenn die Sonne aufgeht, dann haben die schon ihren Zweck. Also die vermeintlichen Luftschächte. Diese vermeintlichen Luftschächte, richtig. Ja. Die haben schon ihren Zweck. Also ich habe mir die Grabkammer angeguckt. Oberhalb der Grabkammer liegen ja auch Granitplatten. Granit ist mit Quarz durchtränkt, würde ich mal sagen, wenn man das mal so bezeichnen kann. Also wir haben ja schwarzen, rosa Granit etc. pp. Aber wir haben diese weißen Einschlüsse, Quarze. Und wir wissen, dass Quarzuhren, die funktionieren ewig. Quarze sind im elektronischen Bereich ein sehr wertvoller Stein. Aber das ist ja die Frage. Also, Quarz ist ja leitend. Also Quarz leitet Strom. Ja, und Gold ist ja auch in der Gold kommt ja genauso genau. Im alten Ägypten vor, richtig? Sehr viel sogar. Also Gold war bei den Pharaonen sehr eine Beigabe, wenn man sich das Grab des Tutanchamun anguckt, was da Gold drin war. Also das ist unglaublich. Aber das war nur ein kleines Grab und auch in der Geschichte der ägyptischen Historie ist Tutanchamun gar nicht so lange Regent gewesen wie ganz andere Herrscher. Und die hatten zwar auch aufwendige Gräber und aufwendige Statuen, wenn man sich die Statuen anschaut, der Ramses II., ja, wenn man also rausfährt nach Saqqara, kommt man bei Ramses II. Vorbei. Das ist eine Statue, muss ich das vorstellen, die ist, ich habe jetzt die genauen Maße nicht im Kopf, aber ich denke mal, dass sie so ihre 15, 20 Meter in der Länge hat, Riesenumfang. Also ein Umfang von 5 oder 3 Meter, sagen wir mal, in dem Hüftbereich, Schulter vielleicht 5 Meter. Das Ding wiegt ewige Tonnen und davon gibt es ja nicht nur eine. Man muss sich vorstellen, wie viele Figuren, die über die Jahrtausende der Regentschaft der Ägypten, was die da an Tonnen von Steinen bewegt haben sollten. Und die wollen sie ja auch noch gebaut und gearbeitet haben. Also wenn ich mir das Verhältnis von Arbeitszeit nach den damaligen Verhältnissen, was die an Werkzeug hatten, was wir nach Vorstellung glauben, was die an Werkzeug hatten, muss man sehr vorsichtig sein, was sie damit bearbeitet haben, wie die die Sachen bearbeitet haben. Also wenn man sich mal hier diesen Kopf anguckt, wie fein der gearbeitet ist. Also die ganze Katze, das war wahrscheinlich eine stehende Katze, die sitzend war, man muss sich das hier hinten ungefähr so vorstellen, mit sehr langen, grazilen Beinen, die wurden verehrt. Aber wie fein das gearbeitet ist, ist auch übrigens Granit. Und man sieht zwar, dass das wahrscheinlich ein primitives Werkzeug ist, aber die Formgebung als Ganzes ist nicht so einfach herzustellen aus Granit. Also wir können das ja mal jemanden, der sich mit Steinarbeiten, ein Künstler, der also Granit verarbeitet, der wird sicherlich einiges dazu sagen können. Also kunstfertig waren die Ägypter. Das sieht man anhand der Relikte, die man heute noch zutage fördert. Die aktuelle Situation in Ägypten ist ja eher eine katastrophale, würde ich mal sagen. Ja. Das ist ja unglaublich, was da passiert mit den Aufständen und so weiter. Vor allem, es werden so viele Kunstwerke zerstört. Also nicht nur in Ägypten, sondern Irak, Iran. Ja, unsere Zivilisation kommt aus dieser Richtung. Alles, was im Westen oder im Osten passiert ist in den Jahrtausenden davor, es soll ja aus dieser Gegend stammen, die Völkerwanderung etc. pp. Du standest ja auch mit dem ehemaligen Chef der ägyptischen Altertumsbehörde, Dr. Sahih Hawass, in Kontakt. Wie hast du diesen Menschen empfunden? Ja, wie habe ich den empfunden? Also er weiß sehr viel und er ist sehr daran interessiert, dass auch diese Schätze, die wirklich erhaltenswert sind, und ich finde, dass der Mann da viel für getan hat. Und auch viele mögen ihn vielleicht nicht, wenn es also um Kunstschätze geht oder um Entdeckungen. Dann hat er seinen Weg, da geht er ganz rigoros über Leichen, ist egal, das geht seinen Weg. Wie er das will, ist das und fertig. Und da muss man schon aufpassen, er hat ja recht. Er hat ja vollkommen recht mit dem, was er sagt. Also wenn wir uns anschauen, die Pyramiden stehen 3000 Jahre, die Leute gehen da rein in diese Pyramide und alleine nur durch das Schwitzen
zerstören wir im Prinzip dieses Bauwerk. Man muss sich vorstellen, das war 3000 Jahre geschlossen oder eben bis die Grabräuber da und wer auch immer das geöffnet hat, geschlossen. Und wir zerstören das durch unsere Einflüsse, ganz klarer Fall. Nicht nur durch Schwitzen, aber auch durch die ganzen Autos. Ägypten ist eine Stadt mit einigen Millionen Einwohnern. Also da ist, was wir hier Dunstglocke nennen, das nennen die frische Luft. Ja, das muss man so sehen und das zerstört natürlich viel. Ja, und ja, Ägypten ist da keine Ausnahme. Schade eigentlich drum.